Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an eine andere Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Ich habe unter dem Video ein Video verlinkt, wie ich mich live mit einem Seelenpartner verbinde. Könnt ihr euch gern anschauen. Ich habe unten auch ein Video verlinkt über einen kleinen Einblick über meinen Lebensweg, über meine Süchte, die ich jahrzehntelang hatte, über 18 Jahre on-off mit dem Karl, 2 Jahre Pause und seit 2 Jahren sind wir wieder zusammen. Könnt ihr euch gerne auch anschauen. Und auch von einigen Kunden habe ich Videos verlinkt, denen es ein großes Anliegen war, die liebevolle Unterstützung, die ich ihnen zuteil habe, wo ich sie liebevoll unterstützen durfte, wie weit sie gekommen sind. Auch da habe ich ein paar Videos unten verlinkt, auch die könnt ihr euch gerne anschauen. Ich möchte heute ein Video machen und zwar über die Portaltage, die im Moment sind. Mir ist seit Freitag aufgefallen, seit letzten Freitag, dass ich auf einmal so viele Seelenbotschaften bekomme von Kunden, die einfach ihrer wahren Liebe oder auch wenn es nicht um die wahre Liebe geht, einem anderen Menschen, auch den Eltern, auch Geschwister, eine Botschaft übermitteln wollten. Und da habe ich mich schon gewundert, was ist denn, also das, bis gestern, oder gestern auch, also von Freitag bis gestern, habe ich auch in der Blockadenlösung, wo auf einmal so ein Drang war, Sabine Michelle, guck da rein, irgendwas ist da im Moment, zeig, wo will mich jetzt die Seele hinführen, weil die meisten, wo Blockadenlösung bei mir buchen, frage ich immer, was ist gerade ganz dringlich, wo sollen wir gerade hingehen, was ist es gerade? Und die Seele zeigt es auch. Und bei 2 Kunden ist es mir jetzt aufgefallen, die gesagt haben, im Moment, ich weiß nicht, was ist, da ist so ein Drang, schau bitte nach, was es ist. Und da habe ich mich schon gewundert und dann ist mir eingefallen, deswegen mache ich jetzt auch das Video, es sind ja Portaltage. Und die wir jetzt im Mai haben, die haben am 19. Mai angefangen und die gehen bis zum 28. bis Pfingsten. Und die sind sehr, sehr, sehr kraftvoll. Das heißt, es ist der Umbruch, dass immer mehr das Alte nach oben will, das ist ja klar. Bloß die Menschen, die das immer noch nicht verstanden haben, dass seit vielen, vielen Monaten ja das Alte nach oben will und trotzdem mit aller Kraft an dem Alten festhalten, da ist es egal, um was es geht, sei es um Beruf, sei es um Gedanken, die endlich losgelassen werden wollen, sei es um die wahre Liebe endlich mal loszulassen, egal, spürt rein, bei was es bei euch Thema ist. Wenn die, wo immer noch krampfhaft festhalten, ich kriege das auch überall gerade mit, die fallen um, die können nicht mehr, die haben keine Kraft mehr, weil sie noch nicht dem Ruf der Seele folgen, weil sie noch nicht loslassen. Die stecken fest und wie gesagt, viele sind platt. Ich habe Kunden gerade im Moment, die sagen, Sabine Michelle, am Wochenende, ich konnte nicht mehr, ich bin am Boden gelegen, ich habe geweint, ich war völlig am Ende, ich brauche ein Gespräch bei dir, was ist da los? Und so viel könnte ich euch erzählen und dann ist mir eben aufgefallen, sag mal, was ist denn da gerade los? Ja, Portaltage. Und die haben es in sich. Und ihr habt noch die Möglichkeit, ihr könnt sie noch nutzen. Lasst los, was losgelassen werden möchte. Es hat eh keine Wirkung mehr. Ihr verliert eure Kraft, ihr fliegt um, ihr bleibt stecken, ihr könnt nicht mehr weiter. Deswegen, wenn ihr jetzt spürt, oh, mir geht es auch so schlecht, dann liegt es daran, spür rein, was will sich erlösen, was will einfach losgelassen werden, welcher Gedanke. Oder wenn du jetzt spürst, schon lange, du hast Gedanken im Kopf, wo du sagst, ich würde so gerne dies oder jenes machen oder so gern, ich würde ja gern das und das machen, aber irgendwas ist da, was mir Angst macht. Bitte nutze die Zeit, du kannst es machen. Wenn du da noch nicht genau weißt, wie oder was, können wir gerne eine Seelenbotschaft machen. Ich habe hier unten die Webseite, guck nach, was ich anbiete. Jetzt ist die Zeit groß. Es ist groß. Es geht wirklich nicht mehr weiter. Er bleibt stecken. Und viele stecken. Deswegen nutzt es und quält euch da nicht durch. Quält euch nicht, sondern
das, was in euch ist, lasst es los. Akzeptiert es, wie es ist. Und wie gesagt, wenn ihr da Unterstützung braucht, ich bin für euch da. Die Portaltage, die wir jetzt eben haben, ist ja das Schöne, wenn ihr jetzt loslasst oder endlich mal dem Ruf der Seele folgt. Oder wenn ihr spürt, da ist all das, was losgelassen werden möchte. Und ihr sagt, ich will dahin. Ihr wollt eine Blockadenlösung machen. Ich habe zwar erst wieder ab Mitte Juni Termine frei oder Ende Juni, weiß jetzt gerade nicht. Aber wenn ihr das jetzt schon angeht, ist die Energie ja da, weil ihr es jetzt machen wollt. Weil ihr jetzt sagt, Sabine Michelle, ich will. Die Energie zieht nach. Und nimmt alles, was ihr jetzt neu macht. Ihr kriegt so eine Unterstützung. Es ist so eine starke Unterstützung. Nehmt es an. Nehmt es an. Lasst wirklich Altes los. Und wenn ihr umgefallen seid und einfach spürt, ich kann nicht mehr, steh auf. Ich bin da für dich. Steh auf, weil das Alte geht nicht mehr. Es ist vorbei. Das Alte geht nicht mehr. Das Neue will geboren werden, egal was es bei dir ist. Jeder spürt es für sich selber. Was habt ihr für Wünsche? Was wollt ihr vielleicht als Botschaft eurem Seelenpartner nochmal mitteilen? Es ist unglaublich, was ich gestern für Botschaften bekommen habe. Kunden, die gesagt haben, Sabine Michelle, nein, ich muss das nochmal loswerden. Ich will das loswerden. Gib ihm die Botschaft. Und die waren hinterher so dankbar. Oder auch viele, die endlich über die Botschaft, wenn sie es nicht in real machen, durch die Botschaft sagen, ich liebe dich. Die Botschaft, wenn es um Vergebung geht, wenn sie sagen wollen, du, ich merke, da war noch was, was ich gern loswerden möchte. Die Botschaft, macht euch frei, macht euch frei. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt und euch getraut ist, der Person persönlich zu sagen, wobei, passt da ein bisschen auf, je nachdem, wo ihr steht oder was gerade ist. Spürt rein, ja? Und auch eure wahre Liebe, die Gefühlsklärer oder wie man es auch nennen, es geht um die Menschen, die wahre Liebe. Die spüren das doch auch. Auch bei denen läuft es nicht mehr. Ich habe im Moment auch viele Seelenbotschaften oder vieles schreiben mich an, Sabine, Michelle, buch mal von ihm eine Seelenbotschaft. Ich spüre ihn gerade, was ist da los? Es ist interessant, was die Seele auch da für Antworten gibt. Auch die schleudert es, glaubt mir, die schleudert es genauso. Okay? Ja. Geht's an? Die Portaltage sind sehr, sehr heftig, aber zugleich sehr, sehr fördernd. Alles, was ihr jetzt anpackt, was ihr wirklich sagt, was ihr loslasst, das trägt so Früchte. Diese 10 heftigen Portaltage tragen Früchte, wenn ihr aus dem Alten endlich aussteigt, wenn ihr nicht stecken bleiben wollt, wenn ihr vorangehen wollt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte diese Gedanken loswerden. Ich möchte endlich das, was ich immer schon denke, endlich angehen. Spürt rein, was es bei jedem von euch jetzt einzeln ist. Nutzt die Chance. Und ganz wichtig, geht raus in die Natur. Wie ihr seht, ich bin in einer wunderbaren Natur und ich bin so dankbar. Ich sitze aufs Rad und fahre wohin. Und spüre, hier ist jetzt ein schöner Platz. Hier habe ich Ruhe. Bis jetzt noch. Ihr bekommt so eine Kraft, wenn ihr das Alte loslasst. Wenn ihr sie vielleicht noch nicht im Moment spürt, aber sie werden greifen nach den Portaltagen, nach dem 28. Manche spüren es jetzt schon, wenn sie das losgelassen haben. Wie gesagt, in den Seelenbotschaften, die ich jetzt von Freitag bis heute machen durfte oder in den Gesprächen, die haben es jetzt schon gespürt. Jeder ist ja individuell. Ich möchte nur sagen, seid mutig. Das Alte hat ausgedient. Es nützt nichts mehr. Ihr fliegt um. Ihr seid kraftlos. Warum seid ihr kraftlos? Weil ihr an Altem fest hält, was nicht mehr dient.
Warum seid ihr müde? Weil ihr festhält. An Gedanken, egal an was, was, das kannst jetzt nur du feststellen, was es ist. Ihr seid müde, weil ihr festhält. Ihr seid zutiefst traurig, weil ihr festhält. Ihr habt extrem tiefe Sehnsucht nach ihm oder nach ihr. Zu übertrieben, weil ihr festhält. Lasst es los. Ihr müsst, es geht sonst nicht weiter. Und übrigens, er kann ja sonst auch nicht weitergehen, wenn du jetzt das Video anschaust, weil du eine wahre Liebe hast, weil ihr on-off seid. Es kann so nicht weitergehen. Es geht auch nicht weiter. Es geht einfach nicht. Punkt. Deswegen, nutzt die Portaltage. Und mir war das Video jetzt so wichtig. Ehrlich gesagt, ich habe es irgendwie auch verpennt. Mir ist es gestern dann durch eine Kundin, die so heftig dran war, so wie die Michelle, mach Seelen, ich will ihm das mitteilen, ich will. Ja, was ist denn da für eine Power? Da ist mir das aufgefallen. Was ist denn da gerade los seit letzten Freitag? Ja, Portaltag. Deswegen war es mir wichtig, jetzt das Video zu machen. Also, am 19. haben sie angefangen, am Freitag, 19. Mai. Die gehen bis zum 28. bis zum Sonntag, Pfingstsonntag. Nutzt die Chance. Geht's an. Ihr erntet, glaubt mir, ihr erntet. Es macht sich eine Kraft frei. Die Fülle will doch in euer Leben. Die innere Fülle, wisst ihr, Fülle sagen dann manchmal, das ist ja Geld. Fülle hat viele Bereiche, könnte ich wieder ein Video machen. Aber die Fülle ist erstmal in sich. Die Kraft ist ja auch eine Fülle. Du bringst die Fülle nach außen, die Kraft nach außen. Die Leichtigkeit nach außen, die Freude nach außen. Ah. Okay. Also, nutzt es. Hab euch lieb, eure Sabine Michelle. Übrigens, noch für alle, die Mitglied werden wollen, am Donnerstagabend, 19 Uhr, ist der Karl und ich wieder live. Wir beantworten wieder live die Fragen, die in der Mitgliedschaft sind. Die wissen schon, die haben das schon erlebt. 2-3 Mal. Das mit der Mitgliedschaft ist ja noch nicht so lang. Deswegen, wenn ihr auch noch rein wollt. Übrigens, das sind noch Videos von Karl, die er speziell so 5 Minuten, 10 Minuten Videos macht, ich mit ihm gemeinsam oder er alleine, für die Fragen, die ihr in der Mitgliedschaft an ihn habt oder an mich habt oder an uns habt und eben Videos sind verlinkt. Das ist ja alles in der Mitgliedschaft drin. Ihr könnt alles nachschauen, nachhören, diese Live-Videos, wie die Kunden die Fragen stellen, wie Karl sie beantwortet, wie ich sie beantworte. Das ist alles da. Könnt ihr euch, da sind bestimmt auch wertvolle Hinweise für euch auch noch drin. Okay? Also, meine Lieben, wenn ihr da noch rein wollt, gerne Mitgliedschaft reingehen. Donnerstagabend, 19 Uhr, sind wir live. Hab euch lieb, eure Sabine Michelle. Tschüss. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, okay?